Guten Morgen! Gesunder Schlaf ist wichtig, das wissen wir alle. Aber viele wissen sehr wenig über den Schlaf und es existieren viele Mythen und falsche Vorstellungen über den Schlaf. Heute will ich damit ein wenig aufräumen. Als erstes nochmal zur Einführung kurz die Schlafphasen. Also es gibt grob gesagt einerseits die Leichtschlafphasen und die Tiefschlafphasen. Es gibt noch die REM-Phase, aber die ordnen wir der Einfachheit einfach mal mit zu den Leichtschlafphasen zu. Bezüglich REM und damit in Verbindung des Lucid Dreaming oder dieses Klarträumen, da habe ich auch schon mal ein Video gemacht, da geht es dann dort lang. Aber heute bleiben wir ganz normal beim Schlafen. Diese beiden Schlafen, also die Leichtschlaf- und die Tiefschlafphase, diese wechseln sich immer gegenseitig ab. Wobei es ja logischerweise mit einer Leichtschlafphase beginnt, gefolgt von einer Tiefschlafphase und dann kommt wieder eine Leichtschlafphase und so weiter. Diese Phasen sind bei jedem Menschen vorhanden und entscheidend für die körperliche und geistige Regeneration und vor allem dabei eben die Tiefschlafphase. Also die Phase, wo unser Körper, wo unser Atem noch ganz flach ist und wo alles nur auf Regeneration ausgerichtet ist. Von diesen Tiefschlafphasen, da gibt es pro Nacht meist so 3 bis 5. Es können aber auch mehr oder es können auch weniger vorhanden sein. Die Tiefschlafphasen verlieren auch von der ersten bis zur letzten Tiefschlafphase immer mehr an Intensität und Dauer. Während also die erste Tiefschlafphase eine Stunde dauert, dauert die fünfte oder sechste lediglich noch ein paar Minuten. Entsprechend ist auch die Bedeutung der beiden ersten Tiefschlafphasen viel, viel höher als die der weiteren Tiefschlafphasen, was die Regeneration angeht. Für die meisten Menschen gilt, dass nach 4-5 Stunden eben die 2 größten und nährendsten Tiefschlafphasen vorbei sind und dass der Schlaf, der dort ausgeführt wird, quasi der wichtigste ist. Beim Aufstehen beobachtet man manchmal den Effekt, dass man, obwohl man lange geschlafen hat, sich irgendwie gerädert fühlt und der Volksmund dann sagt, ja, dann hat man vielleicht zu viel geschlafen. Ne? Aber das ist einfach falsch. Man kann die Schlafqualität nicht am Gefühl beim Aufstehen festmachen. Denn wie man sich fühlt, wenn man aufsteht, das hängt davon ab, in welcher Phase man aufsteht. Wenn der Wecker oder der Postbote oder die Freundin oder der Freund in einer Tiefschlafphase uns weckt, dann muss der Körper vom Regenerationsmodus der Tiefschlafphase in einen aktiven Modus wechseln und das vermittelt einem das Gefühl von gerädert sein. Wenn der Körper in einem Leichtschlafmodus ist, dann fühlt man sich fitter beim Aufstehen. So eine individuelle Analyse, also wann die Leichtschlaf- und wann die Tiefschlafphase im eigenen Körper kommt, weil das individuell etwas verschieden ist, solche Analyse kostet im Schlaflabor richtig viel Geld. Und es reicht aber vollkommen aus, wenn ihr selber mal Tagebuch darüber führt, wie viele Stunden ihr quasi geschlafen habt und wie ihr euch beim Aufstehen fühlt und dann werdet ihr ein Gefühl dafür bekommen. Und bei den meisten ist es nämlich so, dass der beste Zeitpunkt einerseits nach 4-5 Stunden ist aufzustehen oder nach 8-9 Stunden und das habe ich selber an mir festgestellt, dass das bei mir genauso zutrifft. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sehr lange gemacht habe, muss ich früh aufstehen und sehe, wenn ich jetzt ins Bett gehe, dann hätte ich nur noch 6-7 Stunden Schlaf, dann mache ich bewusst noch 1-2 Stunden etwas, um wirklich plus 4-5 Stunden Schlaf zu haben. Und dann bin ich fit, wenn ich aufstehe. Und dieses Experiment habe ich mehrfach bei mir ausgeführt und es funktioniert immer wieder. Nach 4-5 Stunden oder nach 8-9 Stunden, das sind die idealen Zeitpunkte aufzustehen. Und wenn ihr mal ausschlafen könnt, dann schlaft wahrscheinlich nicht 10-11 Stunden, sondern eher 8-9 Stunden. Wenn ihr ähnlich tickt wie ich, probiert es aus, da kann ich animieren, weil so ein Schlaflabor, die Analyse kostet sehr viel Geld, probiert das einfach aus, führt Buch, das kostet nichts und dann werdet ihr sehen, was das für euch bedeutet, wann eure Tief- und wann eure Leichtschlafphasen generell ungefähr aufhören. Auch das gängige Urteil der Gesellschaft, dass mindestens 8 Schlaf benötigt werden, das ist generell gesehen falsch, da es auf die Schlafqualität ankommt und nicht auf die Quantität. Wenn man intensiv die ersten beiden Tiefschlafphasen nutzt, dann kann das einen höheren Erholungswert haben, einen Regenerationswert, als wenn man 9 Stunden nicht wirklich eine richtige Tiefschlafphase nutzt, weil man sich Gedanken macht oder weil man vielleicht mit Drogen vollgepumpt ist, also mit Drogen, die einen vielleicht etwas aktiver machen. Aber generell sollte eine gewisse Mindestschlafdauer ja auch nicht unterschritten werden. Also das stimmt schon, aber diese müssen nicht zwingend 8 Stunden sein. Man erkennt generell, ob man ausreichend Schlaf hat oder nicht, auch daran, dass man tagsüber ständig gähnt oder dass man sich müde fühlt. Was aber natürlich auch andere Gründe haben kann, wie Vitamin D-Mangel oder eine Jodunterversorgung. Zu den Themen werde ich sicherlich oben was einblenden bei den Infokarten.
Weiterhin gibt es ja oft den Ratschlag, dass wenn jemand schwer einschläft, soll er halt eher ins Bett gehen. Ne? Aber genau das Gegenteil ist dann der Fall, was passiert. Wenn jemand schwer einschläft, dann soll er erst dann ins Bett gehen, wenn er wirklich müde ist. Denn wenn jemand ins Bett geht und eigentlich noch gar nicht müde ist und sich dann stundenlang quält und grübelt und nachdenkt, dann entsteht ein neuronales Netz, das das Bettgehen mit Nachdenken verbindet und nicht als ein Ort der Erholung. Es ist kontraproduktiv, eher ins Bett zu gehen, wenn man nicht müde ist oder wenn man schwer einschläft. Wenn man müde ist, dann ins Bett. Zum Thema neuronale Netze habe ich ja auch ein Video gemacht, das findet ihr oben in den Infokarten. Also wirklich erst Licht aus, wenn man müde ist. Wenn man aufgeregt ist, weil man am nächsten Tag etwas Besonderes macht oder am nächsten Tag was sehr Aufwühlendes erlebt, dann ist das genauso. Im Bett wirklich nur ins Bett gehen, wenn man wirklich müde ist. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Es ist wirklich nur, wenn man wirklich müde ist, ins Bett gehen. Nicht, weil man ins Bett gehen muss. Es ist gesünder. Merkt euch das. Ohne Kompromisse. Weiterhin hat man auch festgestellt, dass es unterschiedliche Kategorien von Menschen gibt, was das Wohlgefühl und die innere Uhr angeht. Die sogenannten ultradianen Rhythmen, die können dafür sorgen, dass eine Person sich frühs besonders wohl fühlt und eine andere Person fühlt sich besonders wohl, wenn sie abends noch lange aufbleibt und in die Nacht hineinlebt, die sogenannten Nachteulen. Entsprechend ist es von ganz entscheidender Bedeutung, dass man, ja, dass man sich nicht von seinem Arbeitsrhythmus seine ultradianen Rhythmen bestimmen lässt. Wenn ihr eine eben so eine Nachteule seid und bis nachts 2-3 Uhr aufbleibt oder länger und ihr braucht 8 Stunden Schlaf, wenn das so ist, muss ja nicht sein, ne? Aber wenn das so ist, aber ihr dauerhaft um 9 Uhr auf der Arbeit erscheinen müsst, dann ist da die ganz klare Empfehlung, sucht euch einen anderen Job, der euren Rhythmus besser entgegenkommt. Denn euren Rhythmus, den könnt ihr nicht ändern. Also zumindest der Rhythmus, der euch in die Wiege gelegt wird. Man kann ihn natürlich ändern, dass man eher ins Bett geht, aber wenn ihr merkt, dass ihr eben sehr nachtaffin seid, dann tut ihr euch damit keinen Gefallen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen auch in Verbindung mit ungenügender Regeneration und einer Überlastung eures Körpers. Und ihr tut euch damit keinen Gefallen, wenn ihr gegen eure innere Uhr, gegen eure ultradianen Rhythmen da arbeitet. Nur weil es eben die Gesellschaft oder viele Menschen in der Gesellschaft nicht als sinnvoll erachten, dass man abends so lange aufbleibt und dass man sagt, okay, man muss sich seine Arbeit anpassen. Passt da auf. Ne? Dasselbe ist, wenn man zum Beispiel die andere Konstellation, wenn man jetzt den ganzen Tag seine Kinder gehabt hat und man empfindet das so als Arbeit und als Pflicht, eine Belastung, ist ja durchaus möglich. Und dann hat man die Kinder ins Bett gebracht und sagt man, aber jetzt möchte ich abends noch ein bisschen leben, jetzt möchte ich wenigstens noch ein bisschen was vom Tag haben. Ne? Aber wenn derjenige jemand ist, der frühes aufstehen sollte und der nicht in die Nacht reinleben sollte, dann macht er genau das, was nicht gut für seinen Körper ist. Und deshalb fragt euch, überlegt euch anhand von euren Erfahrungen, was ihr für ein Typ seid und richtet daran eure Arbeit aus und nicht andersrum. Tut das für eure Gesundheit. Der Spruch Morgenstund hat Gold im Mund ist also definitiv nicht für alle Menschen gültig. Wie sieht es eigentlich mit dem Hinweis aus, umso härter die Matratze, umso besser ist die Matratze? Auch das ist wie jede generelle Aussage einfach falsch. Es hängt von der Schlafposition, von dem Gewicht und auch der individuellen Konstitution ab, was man für eine Härte benötigt. Ja, dann noch einen persönlichen Tipp als jemand, der wegen seinem Bandscheibenvorfall über 15 Jahre nach der richtigen Matratze gesucht hat. Man kann Matratzen auch mit Folie kaufen und diese nicht auspacken und quasi dann einige Nächte drauf schlafen, ohne dass man sie beschmutzt und sie dann, wenn sie einem nicht gefällt, einfach wieder zurückgeben. Ihr solltet das natürlich zur Sicherheit noch abklären mit dem dänischen Bettenlager oder wo ihr auch oder Möbelhaus, wo ihr die Matratze kauft. Ich persönlich habe dann vor 5 Jahren meine perfekte Matratze gefunden, als ich bei einem Freund übernachtet habe, einfach durch Zufall. Und damit kommt eine sehr wertvolle Erfahrung für mich, auch für euch einher. Während ich früher für Matratzen sehr viel Geld bezahlt habe, teilweise über 1000 Euro, habe ich bei meinem Freund die perfekte, für mich perfekte Matratze vorgefunden, die ultra billig, also gemessen an den normalen Matratzen ist, aber für meinen Rücken dann endlich die perfekte Matratze gewesen ist. Ich wusste damals nicht, ob ich weinen oder lachen sollte, für gerade mal 150 Euro für die Größe 1,40 x 2 Meter habe ich endlich das gefunden, wofür ich vorher schon tausende von Euro und alle möglichen Schlafsysteme auch ausprobiert habe. Also quasi die Erfahrung gemacht, dass es bei Matratzen ist wirklich nicht auf den Preis angekommen.
ankommt, sondern es individuell ist. Also nicht umso härter umso besser, umso teurer umso besser. Individuell. Ich verlinke euch mal meine absolute Traummatratze, die ist wirklich richtig hart, also H4, aber ich schlafe darauf so mega mega geil, dass ich nie wieder eine andere möchte. Ich habe die unten verlinkt. Wobei ist natürlich, muss nicht für euch das Richtige sein. Ich wollte es euch einfach nur teilen, weil wie gesagt, ich bin da so glücklich mit dieser Matratze und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich die in den Himmel lobe, weil einfach 15 Jahre nicht schlafen können und dann das erste Mal durchgeschlafen. Die Matratze ist so genial. Egal. Und besonders, ich habe wirklich auch alle gängigen Firmen durch. Also ich habe beim dänischen Bettenlager in diesen Möbelhäusern. Ich habe mir online von Traumschlaf irgendwie war das was. Also ich habe wirklich extrem viele Modelle und Matratzen und dann am Ende nur noch getestet mit Plastik drumherum, weil es eben so ernüchternd war, dass nichts funktioniert hat. Weder Federkern noch Schaumstoff. Also so generell, dass irgendwie ein System besser gewesen wäre. Auch einen guten Lattenrost habe ich. Und also wie gesagt, das ist Neverending Story. Aber so, jetzt Schluss. Weiterhin zur Problematik des schweren Einschlafens etwas. Zum einen muss man ganz klar feststellen, dass wenn man nicht einschlafen kann, also der natürliche Prozess des Einschlafens nicht abläuft, dass dies die logische Folge eines unnatürlichen, im Sinne eines nicht für den Körper adäquaten Lebensstils ist. Das kann in der Ernährung, das kann im beruflichen oder das kann im sozialen Umfeld begründet sein. Wer sich tagsüber nicht fit fühlt und schlecht schläft, der muss etwas in seinem Leben ändern. Eine Entlastung des Stoffwechsels ist definitiv ein guter Ansatzpunkt. Das bedeutet, alle Stoffe, die ja, der Körper entgiften oder kompliziert verstoffwechseln muss, wie Tabak, wie Fleisch, wie Alkohol oder wie fettreiche Speisen, das sollte gemieden werden. In dem Zuge ist auch der weit verbreitete Irrtum aufzuklären, dass ein Schlummertrunk zum Abend gut für die Nachtruhe absolut zu entkräften. Also Schlummertrunk im Sinne von Alkohol. Man schläft in der Tat besser ein mit Alkohol, aber man wacht auch vor dem Ende der eigentlichen Schlafperiode wieder auf und bleibt dann sehr sehr lange in einem Leichtschlaf, wo der Körper die eigentlich kommenden Tiefschlafphasen nicht mehr aufnimmt. Und das meine ich vor uns mit diesen positiven Drogen. Ne? Mit Alkohol schläft man wirklich schneller ein, zumindest einige. Aber es fehlen dann einige Tiefschlafphasen. Deswegen ist es nicht gut, einen Schlummertrunk zu sich zu nehmen. Und das berühmte Rotweinglas am Abend ist nicht gesund generell. Es gibt einen gesunden Aspekt, den man immer wieder hervorruft. Aber generell ist es ungesund, am Abend ein Glas Rotwein zu trinken. Auch generell eine Vermeidung von Stress essentiell für ein gutes Einschlafen. Gerade wenn man an all die vielfältigen Prozesse denkt, die biochemisch ablaufen, wenn man Stress hat. Ich habe dazu ja auch schon mal ein Video gemacht, die zwei Ebenen des Leids hier oben. Ein guter Bekannter von mir, der gibt auch den Tipp, dass man direkt vom Einschlafen draußen an der frischen Luft spazieren gehen sollte. Ich finde das teilweise recht unpraktikabel, aber er litt jahrelang an einem schlechten Einschlafen und er nimmt ja, diese Unbequemlichkeit des nochmal rausgehens und Spaziergang machen gerne in Kauf, weil er seitdem sehr sehr gut einschläft. Da einfach mal das Weiterleiten dieses Tipps, das ist einfach ein individueller Tipp, also wir haben uns gerade gestern darüber unterhalten, deswegen ich leite Euch den Tipp weiter, Erfahrungen sammeln, schauen ob das für Euch funktioniert. Am Ende noch ein wichtiger Punkt, wenn es um die Erziehung der Kinder geht. Kinder als Strafe ins Bett schicken ist aus zweierlei Punkten eine richtig beschissene Entscheidung. Zum einen kann das Kind, wenn es bestraft worden ist und eine negative Schwingung vorherrscht, viel schlechter einschlafen, als wenn es ja harmonisch zu Bett gebracht wurde. Und zum anderen wird auch wieder ein neuronales Netz gebildet, das Bettgehen für das Kind mit Strafe verbindet und so die Kinder zu ihrem Bett, also dem Ort der Erholung und der Regeneration, ein schlechtes Verhältnis aufbauen. Und das wollt ihr eurem Kind nicht antun. So, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen geben, ja, wirklich aktiv und bewusst euch mit eurem Schlaf auseinanderzusetzen und nicht zu denken, ja, das ist nur mal so und einfach sich hinzulegen, sondern dafür zu sorgen, dass der Körper nachts seine Regeneration, die er braucht, auch bekommt. Wenn ihr das Video informativ fandet, dann folgt mir einfach, indem ihr meinen Kanal abonniert und ihr euch täglich anregen lassen könnt, über euer Leben nachzudenken und nicht in einen Automatismus verfallt und euer Leben an euch vorbeirauscht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, macht's gut, wir sehen uns morgen wieder. Oder ich wünsche euch einen wunderschönen Schlaf natürlich heute Abend und eine wunderschöne Nacht. Wir sehen uns morgen wieder, macht's gut, euer Christian. Tschüss.